Hallo Leute, ja, ich bin jetzt geimpft und zwar ganz frisch hier beim Doktor. Nur kleine Spritze oben rein, hat geil wieder. Ich sehe schon Illusionen. Man muss dann 15 Minuten warten nach dem Impfen, ja. Und da gab es dann extra bei Geo ein Illusionsheftle, ob ich jetzt schon Zeichen sehe. So, ich komme ja gerade vom Impfen. Einmal Spritze hinten in den Arm, ja. Dann 15 Minuten müssen wir warten. Und jetzt beginnt ja die große Freiheit. Bin richtig happy. Was höre ich denn da? Was höre ich denn da? Ich lache ihrer Stimme. Hä? Oh, die Fahrer steht rum. Die kann man vielleicht auch. Jetzt ist natürlich die ganz große Frage. Höre ich schon Stimme? Bill Gates? Hä? Johnson und Johnson. Ich habe nur kurz angerufen und schon gab es der Termin. Kurze Zeit danach, ein paar Tage danach. Aber hallo, manche müssen da ewig lang warten. Und jetzt beobachten wir in den nächsten paar Tage, ob ich Stimme höre oder ob Fieber weggeht. Und was ganz arg interessant ist, ist das, ob dann die Geruchsveränderung, die man ja wechselt, Corona-Infektion hatte, letztes Jahr weg sind. Piep, 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 piep. Ist jetzt vielleicht schon vom Bill am Apparat. Jetzt nach der Impfung. Hallo? Hallo? Bill, bist du das? Nein, der Johnson ist es. Der Johnson, oder? Der Mecca. Der Cartwright. Der Carter. Mit Erdnuss, ja. Ich bringe Erdnuss mit, ja. Nein, Bill Johnson, ja. Bill Gates. Oh, das ist doch SWR3. Ich mach mal nach. Ich will mal gucken. Ich glaube, ich höre SWR3. Bin, glaub, gechippt. Jetzt. Mit meinem Ärmel. Ich zeige es euch nochmal. Mein Ärmel. Ich habe ja die alte Leute, das Ärmel. Guck's mal. Mach nur einen kleinen Piekser und schon bist gesund. Die da sagen, ja, Masern oder sonst was, muss ich auch Kind haben. Ich habe als Kind noch Masern, Windpocken und diesen ganzen Scheiß gehabt. Röteln habe ich gehabt. Vielleicht hilft mir das jetzt durch die Runde. Also ich kann nur sagen, jemand, der das trotzdem alles erleben will, der braucht, das ist dumm, ja. Ich habe da vorher die Illusionen gesehen. Und jetzt zeige ich euch noch in meinem Forschungslabor, wie ihr einen Strahlenschutzhelm baut. Für die, wenn ihr dann plötzlich, hallo, hallo, ist da der Bill Gates? Ja, ihr. Und zwar nehmen wir da Alufolie und die Alufolie reicht, weil durch die Alufolie wird die die Strahlung abgehalten. Ja, es ist natürlich auch so, dass er dann anschließend nicht mehr das gute SWR3 automatisch hört, so einfach im Kopf. Und das Handy funktioniert auch nicht mehr ganz. Das Handy hängt ja vorne dran, ja. Also das ist ja nicht, im Handy nehme ich gerade auf, darum höre ich nichts. Aber das war jetzt nur für diejenigen, die jetzt seit neuestem Stimme hören und das isolieren wollen, ja. Okay, also es geht ganz einfach. Alu kostet geil viel und ist ein elektromagnetischer Leiter. Und zwar, wenn da Strahlung reinkommt, dann wird die im Dings bildet das Kreiselding und dann geht es dann weg. Und eure Gedanken können auch nicht mehr nach außen gestrahlt werden. Also zum Beispiel, ich sende irgendwie Nachrichten an andere, geht auch nicht mehr. Ein weiteres spannendes Experiment wird sein, durch den Impfstoff, den ihr jetzt drin habt, durch das Vakzin, das stellt sich jetzt die Frage, ob die Nervenleitung meiner Nase blockiert ist durch die Restviren, die da waren, durch die Infektion letztes Jahr im Frühjahr,
oder ob sich jetzt dieses Dings, diese Viren löst, ist also eine Nervenschädigung oder nicht. Ganz besonders zeigt sich das an Nivea Body Milk oder an, also nicht das hier, haben sie Nivea mit PEG-Stoffe hinter drinnen. Die stinken seit der, heute geht's, ja, vielleicht bin ich schon geheilt. Oder hier bei Handwasch, Handseife, die stinkt, da mache ich jetzt eine Gegenprobe. Die stinkt noch nach Vollstink, nach Stink, also meine Nerven sind immer noch blockiert. Mit dem muss ich mir dann auch mal, also stinken meine Hände immer so ganz arg. Und ich muss auf die Handseife nehmen. Ganz schrecklich, ja. Ekelhaft, ja. Also bin noch nicht geheilt und vielleicht heilt es dann demnächst.